Da aus dem Sauerland. Mein lieber Scholli, kann ich euch sagen, was ich in der letzten Zeit an Kilometern runtergerissen habe, da glüht der Motorblock. Ja, der Kleine ist wohlbehalten hier angekommen. Den Abend bei Wolfgang habt ihr ja gesehen, denke ich, bei dem Channel von Wolfgang. Und ich hatte das Ganze noch verknüpft mit einem kleinen Besuch in Hamburg beruflicherseits und das habe ich genutzt. Dann habe den Bombardonius besucht, wohl wissend, dass ich demnächst kurze Nächte habe, weil mit so einem Welpen ist das ja, hat so ein bisschen was von Super Bowl, wenn man ja relativ schnell raus mit dem Kleinen muss, weil er so ja stubenrein werden. Dann muss ich hier so 2-3 Stufen in den Keller runterhechten und dann raus in meine Grillwelt. Da muss ich 3 bis 4 Bobbycars wegtreten, um dann einen Touchdown mit dem Kleinen auf dem Rasen zu machen. Und das mache ich dann nachts 3-4 Mal. Da freue ich mich dann, wenn ich morgens einen schönen Tabak rauchen kann. Und da rauche ich ganz gerne den HaHa, den Bold Kentucky. Finde ich total lecker. Passt, schöner Dampfer, wird man morgens auch direkt wach von. Ja, bei Franz habe ich mir noch den Sunset besorgt. Da habe ich nochmal. So, Fingernägel sind nicht sauber. Der ist ein schöner Virginia. Ich würde sagen, mittelkräftig. Schönes Virginia-Aroma, schmeckt perfekt, sehr lecker. Und dann habe ich noch den Commonwealth von Samuel Gavis. Schöne englische Mischung, auch ein bisschen was Kräftigeres. Ist aber auch Leckerchen in meinen Augen. Den 3P gab es auch noch von Peterson. Und dann habe ich mir noch den Vaporizer vom Franz und Bombardonius besorgt. Wunderbarer Plug. Schmeckt sehr harmonisch, sehr lecker. Also kann ich euch nur empfehlen, den auch mal zu probieren. Ja, dann ging meine Reise weiter. Ja, in Flensburg angekommen, habe ich dann den Wolfgang getroffen. Und wir sind dann zu Wolfgang nach Hause und haben erstmal das örtliche Bier probiert. Das Flens, sehr lecker, passt wunderbar und sind dann auf den Gedanken gekommen, wir könnten halt ein bisschen Whisky probieren und haben den einen oder anderen Bourbon verkostet. Hervorragende Bourbon, sehr lecker. Und haben auch die ein oder andere Pfeife geraucht und haben ein bisschen die Tabakbar von Wolfgang durchforstet und das ging recht schnell. Da waren dann 1-2 Tabake dabei. Die waren sehr, sehr lecker. Und einer dabei war dabei, der hat mich besonders, ich will nicht sagen geschockt, aber der hat mich fasziniert. Und zwar, das war der Burley's Best oder Burley's Best Friend von Tom Darash. Den hatte Wolfgang auch schon vorgestellt in einem Video, der so schokoladig schmeckt, dass man fast annehmen kann, dass da ein Flavor oder ähnliches drüber liegt. Aber es ist ein reiner Naturtabak und den werde ich jetzt auch in Zukunft zu Omas Butterwaffeln mitnehmen, weil der hat mich wirklich absolut fasziniert und ich denke, werde da jetzt mal eine größere Bestellung in Flensburg Kiel aufgeben müssen. Damit ich so ein paar Tonnen davon hier im Keller liegen habe. Ja, das war so die Reise der Woche von meiner Seite. Und ich werde jetzt mal wieder den Pisspagen spielen. Möchte es natürlich nicht versäumen, mich noch ganz herzlich für wahnsinnig viele Kommentare, E-Mails oder PNs bedanken, die ich in der letzten Zeit bekommen habe. Und auch nochmal für die unkomplizierte Hilfe in Flensburg von Wolfgang und einen Blick in seine Tabakbar. Und für den wunderschönen Abend bedanke ich mich hier auch nochmal an der Stelle. Und ich hoffe, dass ich das bald mal hier im Sauerland
gut machen kann mit einem kleinen saftigen Schweinshäckchen oder gibt ja noch andere leckere Sachen, die man so machen kann. Also, euch wünsche ich jetzt ein schönes Restwochenende und jetzt heißt es ausschalten, beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dann, euer Olli. Ciao.